Na, Hitler! Das war Stella Lingen. Stella hat Ticks, wie übrigens 3% der Deutschen, oft ganz ohne Diagnose. Tourette wird diagnostiziert, wenn jemand mindestens einen vokalen und zwei motorische Ticks hat. Meistens beginnen solche Ticks im Grundschulalter. Stella bekam ihre Diagnose, als sie schon 21 war. Ihr Medizinstudium hat sie trotzdem fortgesetzt und ist inzwischen Ärztin. Stella hat in den letzten Jahren mehrere Interviews über ihre Situation gegeben, um über ein Leben mit Ticks aufzuklären, denn einer von 100 Deutschen hat Tourette. 3% haben eine einfache Tickstörung, zum Beispiel einen Räusper-Tick. Viele leben ohne Diagnose mit ihren Ticks. Es wird angenommen, dass bei Ticks Hirnregionen betroffen sind, die mit der Impulskontrolle zusammenhängen. Die unterdrücken Begriffe, die in einer Situation besonders unangebracht werden, besonders stark. Wenn genau dieses System beschädigt ist, könnte es also sein, dass Menschen ausgerechnet die Dinge sagen, die sie als absolute No-Gos eigentlich zurückhalten wollen.